Hey Leute, herzlich willkommen bei Tink. Mein Name ist Russell und heute zeigen wir euch, wie ihr euer Haus auf smarte Art und Weise sicherer macht. In letzter Zeit haben wir vermehrt Anfragen bezüglich smarter Sicherheitssysteme von euch bekommen. Da zeigen wir euch heute eine Lösung, wie ihr ein smartes Sicherheitssystem auf die Beine stellt. Die Lösung dafür, das Bosch Smart Home Premium Set Sicherheit. Kommen wir zuallererst zum Inhalt des Bosch Premium Set Sicherheit. Da haben wir einmal die Bosch 360, eine 360-Grad-Innenkamera, die Bosch Eyes, eine Außenkamera, zwei smarte Rauchmelder, die untereinander vernetzt sind, ein Bewegungsmelder für den Innenbereich und natürlich den Bosch Controller. Der Bosch Controller ist eure Bridge und kommt über ein LAN-Kabel an euren WLAN-Router und ist quasi eure Steuerzentrale für das System. Bosch Smart Home hat dieses Sicherheitsset entwickelt, um euch ein Komplettset zu bieten, bei dem ihr die Möglichkeit habt, alle Komponenten miteinander zu verknüpfen, alles über eine App zu steuern, die Installation kinderleicht ist und das zudem mit europäischen Datenschutzrichtlinien konform ist. Die Produkte fühlen sich hochwertig an und kommen in einem minimalistischen Stil, somit passen sie in jegliches Wohnumfeld. Kommen wir nun zu den Stärken und Schwächen des Systems. Positiv aufgefallen ist uns die Datenverarbeitung auf deutschen Servern, was eine Datenverarbeitung unter EU-Richtlinien garantiert. Zudem punktet das System mit einer flexiblen Verknüpfung der Komponenten untereinander. Zum Beispiel lassen sich sowohl Bewegungsmelder, Fenstertürkontakt und die Kameras als Auslöser für den Alarm einstellen. Des Weiteren überzeugt Bosch mit einem kostenlosen Service, die Speicherung der Videos sowie alle Funktionen des Systems sind ohne Abo nutzbar. Zwar sind Siri und der Google-Assistent nicht als Sprachassistent nutzbar, aber für Freunde der Sprachsteuerung gibt es die Alexa-Integration. Ein weiterer positiver Aspekt ist die kinderleichte Installation. Ihr müsst lediglich den Bosch-Controller an den WLAN-Router anschließen und die Bosch Smart Home App herunterladen. Die App führt euch dann Step-by-Step durch die Installation der Geräte. In den meisten Fällen benötigt ihr noch nicht einmal einen Schrauben- oder Schraubenschlüssel. Kommen wir nun zu den Anwendungsbereichen und speziellen Features des Bosch-Sicherheitssystems. Wie schon eben erwähnt, könnt ihr die Komponenten ganz nach euren Wünschen untereinander verknüpfen. Nehmen wir zum Beispiel an, ihr habt eine Außenkamera auf die Terrasse oder Garten gerichtet, die Bosch 360 im Wohnzimmer stehen und eure Küchenfenster, Badezimmerfenster und die Vordertür mit Fenstertürkontakten versehen. Zudem befinden sich die Rauchmelder im Flur und im Wohnzimmer. Nun könnt ihr das System so einstellen, dass sobald das Sicherheitssystem aktiv ist, also die Bewegungsmelder, Fenstertürkontakte und Kameras scharf sind, bei Erkennen einer Person oder Aufbrechen der Türfensterkontakte ein Signal an die vernetzten Rauchmelder gesendet wird und die Rauchmelder ein 110 Dezibel lautes Warnsignal von sich geben. Hier gehen alle Rauchmelder gleichzeitig an, da diese untereinander vernetzt sind. Im gleichen Augenblick bekommt ihr ein Warnsignal aufs Handy und könnt euch direkt von überall die Kameras einwählen und überprüfen, was genau passiert ist. So habt ihr euer Zuhause immer im Blick, auch wenn ihr mal nicht vor Ort sein solltet. Bosch bietet den ganzen Service kostenfrei an. Ihr müsst euch lediglich einen Bosch-Account erstellen und schon könnt ihr alle Features nutzen und eure Videos speichern. Ihr könnt in der Cloud bis zu 200 Clips speichern, welche eine maximale Speicherzeit von 15 Tagen haben. Werden mehr als 200 Clips gespeichert, werden die ältesten Dateien für die neuen gelöscht. Da alle Produkte aus einer Hand kommen, seid ihr auch nicht auf mehrere Apps angewiesen, sondern könnt die Installation, die Verknüpfung der Komponenten und die alltägliche Nutzung über eine einzige App machen. Ein kleines Manko sind die wenigen Kompatibilitäten, aber die Verknüpfungen, die möglich sind, haben es in sich. Nicht nur der Sprachassistent Alexa ist nutzbar, sondern auch eine Verknüpfung mit Philips Hue ist möglich. Damit könnt ihr eine geniale Anwesenheitssimulation einrichten. Das bedeutet, dass in den Zeitraum, in dem ihr zum Beispiel im Urlaub seid, eure smarten Lichter und Rollläden sich über den Tag automatisch bewegen und potenziellen Einbrechern vorgaukeln, ihr wärt zu Hause. Dies funktioniert am besten, wenn man zusätzlich zum Premium-Set Sicherheit noch die Bosch Rollladensteuerung und die smarten Glühbirnen von Philips Hue verwendet. Für wen genau ist das Bosch Smart Home Premium-Set Sicherheit geeignet? Dieses Sicherheitspaket spricht Smart Home Einsteiger an, die kleine bis mittelgroße Häuser absichern wollen, aber nicht nur Einsteiger, sondern auch Erfahrene, die auf der Suche nach einem effizienten und umfassenden Sicherheitssystem sind, kommen bei diesem Paket auf ihre Kosten. Zudem habt ihr mit dem Bosch Sicherheitssystem nicht nur ein System an der Hand, welches euer Zuhause effektiv schützt, sondern auch eure privaten Daten durch das Verarbeiten unter EU-Richtlinien vor Missbrauch schützt. Das war's zum Bosch Premium Set Sicherheit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet einiges mitnehmen. Falls ihr noch offene Fragen habt, dann schreibt ihr uns gerne unten in die Kommentare oder besucht uns auf unserer Webseite tink.de. Falls ihr euch generell für das Thema Smart Home bzw. Smart Home Produkte interessiert, dann vergesst bitte nicht, den Abonnier-Button zu klicken, die Glocke zu aktivieren, dann werdet ihr nämlich immer benachrichtigt, wenn wir ein neues Video hochladen, denn wir laden jede Woche am Samstag ein neues Video hoch.